So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go bzw. Kaufland Action, denn wir waren gerade im Kaufland. Was machst du da? Wieso zeigst du auf mich? Ich habe nichts gemacht. Wie viel, kleines Gewinnspiel, wie viel kostet der Inhalt dieses Wagens? Wer am nächsten dran ist, der gewinnt nichts, aber ihr habt wenigstens mitgemacht. Aber guckt euch das mal an, Actimel gibt es jetzt neu. In Katzenbeuteln, also da tue ich eigentlich immer Adi sein Katzenklo rein entleeren. Jetzt gibt's Actimel in dieser Sammeledition in so Müllbeuteln, finde ich sehr gut. Was geht's jetzt überhaupt? Raid-Boss-Wechsel, Samacenta ist jetzt in den Raids, Sakyan ist aus den Raids raus. Ich habe jeden Tag einen Sakyan-Raid gemacht, ich habe keinen Shiny bekommen. Ist nicht schlimm, Samacenta geht's weiter. Ich spare meine Pässe auf für November. Ich werde Samacenta auch jeden Tag einen Raid machen. Ich muss aber auch einen Megalogog-Raid irgendwie machen, dass ich den mal mega entwickeln kann. Denn Megalogog ist auch in den Raids. Samacenta ist in den Raids. Samacenta kann das erste Mal shiny sein. Die Leute freuen sich. Die Galavögel können shiny sein ab heute. Es ist so viel los. Es gibt eine Forschung mit Meisterball, eine Meisterwerksforschung mit einem weiteren Meisterball drin. Danke an Ned Ghost. Der hat mir das Ticket geschenkt, aber zum Meisterball und der Forschung gibt es ein extra Video. Wir müssen jetzt erstmal einräumen und dann gucke ich mal, ob irgendwo ein Samacenta Raid ist und dann machen wir einen Samacenta Community Raid mit der Community und dann gucken wir heute noch Wrestling und dann essen wir heute noch Pizza und ja, und das ist das Muttertier. Guck, hallo. Guck, wie es guckt und hallo sagt. Und die räumen jetzt ein, weil die ist Wagenschmiere. Aber die waren ja gerade mehrere, da ist es ja wieder okay. So, wir haben zwar noch keinen Raid gefunden, aber dieses Fahrrad für Bianca, diese Bratwurst mit ohne alles und diese Currywurst mit Pommes. Aus! So, da ist jetzt der Raid. Wir haben einen Samacenta Raid gefunden. Der schlüpft hier gleich in 1 Minute 13 und ich tippe dieses Absol an. Das brauche ich nämlich für die Fangherausforderung und es ist einfach ein Shiny. Das ist doch genial. Das heißt, wir werden jetzt hier einen Ball drauf werfen. Zack. Dann das Eintüten, stehst du da, super genial. Hast gesehen, da sind noch zwei Legios Raids überhalb von dem Samacenta Raid. Die werde ich dann versuchen auch gleich noch mitzunehmen. Zu Legios wird es dann später auch irgendwann mal ein Video geben. Aber nicht ein Raid-Video. Ich habe schon gemerkt, solo kannst du den gar nicht machen. Nicht mit meinen Voraussetzungen, dass ich keine Attacken aufwerten will, dass ich keinen Staub verbrennen möchte, dass ich einfach nur mit Mindestmitteln versuchen möchte, das zu machen. Also muss ich es mit mehreren Leuten machen oder mehreren Accounts. Also das kann ja dann jeder sozusagen. Absol können wir aber mal bewerten. Ja, ist schlecht, hat einen Stern, aber trotzdem cool, dass hier einfach so ein Shiny rumsitzt. Noch 20 Sekunden, dann geht das Ding auf. Ich kann euch aber ganz kurz noch mal zeigen. Hier ist also die Telegram-Gruppe, da habe ich den Raid wieder gepostet für 12.08 Uhr. Samacenta Community Raid. Dann haben sie die ganzen Leute eingetragen, die man einladen soll. Dann haben wir auch ausgemacht, dass wir danach noch den Legios Raid machen. Wenn ihr nicht in der Raid-Gruppe seid, dann guckt mal in die Beschreibung, da ist der Link da. Da können wir immer jeden Tag meinen einen Raid-Pass wegmachen. Ihr könnt mit mir raiden. Und Raids für Zuschauer gibt es eigentlich auch noch, aber ja, ist egal. Wer drin ist, ist drin. Wer nicht drin ist, ist nicht drin. Jetzt geht das Ding auf. So, da ist es. Samacenta, der ist ein bisschen breiter, ein bisschen stämmiger als der andere, als der Sakyan. Jetzt werfen wir gleich den Pass ein. Ich muss nur hier drüben noch warten, bis der fertig ist. Genau. Jetzt drauf. Ich glaube, ich habe 9 Leute zum Einladen. Pupsi ist auch drin. Die sitzt nämlich hier im Auto. Wir haben den Goldenen Reiter, Matze Nottland, Excavator, Henry, Niki, Immens, Jens. Das ist die erste Ladung und dann müssen wir gleich die restlichen einladen, wenn wir wieder zurückkommen. In der Zwischenzeit zeige ich euch die Beiträge im Community-Tab. Da habe ich mich erstmal bedankt beim NetGhost für das Meisterball-Ticket. Und hier sind die zwei Konderlisten für Megalogog, wo ich auch einen brauche, dass ich den mal mega entwickeln kann. Und für Samacenta, 21,88 ist das 100er, 27,35 ist das 100er mit Wetterbrust. Das Ding ist vom Typ, was ist das, Kampf? Deshalb nehmt ihr Psycho, Flug oder Fee. Jetzt gehen wir wieder zurück. Mein Button müsste auch gleich funktionieren, dass ich die zweiten einladen kann. Jetzt ist er wieder hell, genau. Ich gehe jetzt wieder auf meine gespeicherten Leute. Hab Itch2Domo, Shenaya, Kaiser Kai und Ned Ghost. Danke für den Meisterball. Wen können wir noch einladen? Wer ist noch online?
ab ins Tierheim. So, die Wanne habe ich so oft eingeladen in letzter Zeit, aber ich glaube, wir hätten Level Up. Die will bestimmt warten, bis irgendwas abgeht und dann erst machen. Was habe ich jetzt hier? Ich habe einen Ramse. Warum habe ich den? Der hat vielleicht Flugattacken. Dann haben wir Kramchef, Flugattacken. Dann haben wir Mewtwo, Psycho. Dann nochmal Psycho, Psycho und dann wieder Flug. Die Rayquaza haben bestimmt zwar alle Drachenattacken, aber ist egal. Nehmt also Psycho gegen Kampf, nehmt Flug gegen Kampf und nehmt Fee gegen Kampf und dann habt ihr das schon. Mega-Entwicklung ist verfügbar, steht hier bei dem anderen Account, das ist egal. Ich drücke jetzt einfach mal drauf, dass ich bereit bin. Wir sind jetzt 9 von 13, da ist also auch Pupsi, Linus ist mit dabei, sehe ich hier. Dafgaloi ist mit dabei, der Goldene Reiter ist drin. Ab ins Tierheim ist reingekommen, ich habe gerade eingeladen. Und ansonsten, ja, gucken wir mal, wie lange wir brauchen. Ich glaube, der ist sogar ein bisschen zäher als der Sakyan. Und irgendwie habe ich schon gelesen, der wäre schwer zu fangen. Also bei Sakyan habe ich alle gefangen, aber ich habe auch nicht so viele gemacht. Der müsste eigentlich ähnlich einfach, oh, Alter, das Rayquaza ist einfach mit einem, fast mit einem Hit weg. Aber egal, wir halten drauf, wir sind ja genügend, wir sind ja 13 Mann, ne? Sieht man ja hier, ich bin 13 Mann. Ich bin mit dem Habanero, mit dem Samyang unterwegs. Ich habe mich jetzt geeinigt, dass ich diese zwei Accounts aktiv bespiele. Das ist ein 50er, das ist ein 50er. Der eine ist gelb, der andere ist blau. Das reicht mir. Also alle anderen Accounts habe ich versucht abzugeben, zu verlosen, zu verkaufen. Wenn jemand unbedingt irgendwas braucht, da habe ich mich breitschlagen lassen, die wegzugeben. Und jetzt mache ich meinen Community Raid ja meistens mit den zwei Accounts. Auch wenn wir zwischendurch mal einen Raid machen, mache ich den mit den zwei Accounts. Seitdem habe ich weniger Stress. Und wenn ich nur den täglichen Pass mache, ist das auch chillig, spart auch Geld. Habe ich mehr Geld für Prime. Versteht ihr? Also eigentlich habe ich nach wie vor, fliegt es irgendwo raus, was total unnötig ist. Jetzt sehen wir schon mal, dass wir kein Shiny haben. Wir haben 21,68 auf dem Samyang. Wir haben 21,54, obwohl ich muss trotzdem beide fangen, auf dem Habanero. Wie krass und aktiv ist der jetzt? Er sieht auf jeden Fall gut aus. Als Shiny ist er, glaube ich, dann richtig rot überall, vorne, hinten, alles gleichzeitig rot. Dann ist er im ersten Ball drin. Toll, was für ein Vorführeffekt. Da konntest du nicht mal einen Kreis einstellen und gar nichts. Hast jetzt hier aber Pokédex-Eintrag, das ist schön. Ich habe den also noch gar nicht gehabt. Auf dem anderen ist er jetzt auch da. Da gab es sogar 5 XL. Hier habe ich nur 3 XL bekommen. Wenn wir sie bewerten, haben wir hier 15 Angriff. Bei dem anderen haben wir auch 15 Angriff. Bei dem anderen haben wir 15, 14, 12. Und hier haben wir 15, 12, 11. Da sind also beide. Hier flackert es, hier nicht. Kein Shiny. Aber egal. Wir werden jetzt jeden Tag einen Summer Center Raid machen. Außer bis auf den Tag, wo ich einen Logok brauche. Für die Mega-Entwicklung, dass der mal Energie kriegt. Habt ihr ein Shiny bekommen im Raid, im Community-Raid, hier dabei? Oder habt ihr ohne mich, warum auch immer, habt ihr ohne mich Raids gemacht und habt ein Shiny bekommen? Schreibt's rein. Habt ihr schon 100er Summer Sender? Schreibt's rein. Ich bin mal gespannt, ob das mit den täglichen Pässen sich ausgeht, hier ein Shiny mitzunehmen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Danke an Linus und Immens Jens und Shinaya, die wahrscheinlich jetzt wieder noch Legios mit mir raiden. Bis dahin, ciao.